In dieses Video werden wir unsere erste Formel in Excel erstellen. Erstens werde ich hier ein paar Daten eingeben und ich gebe mir erstmal die Überschriften, Name, Stundensatz, dann Einnahmen, dann Ausgaben und dann Profit. Okay. So, erstens will ich mal was klären. Die Spaltenbreite, nehmen wir an, hier ist die Spaltenbreite ziemlich grenzwertig. Wie kann ich die Spalten breiter machen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine ist, man geht hier an dem rechten Rand, man sieht ja den Mauszeiger, hier ist der Mauszeiger normales weißes Kreuz, aber hier ändert er sich in so ein schwarzes Kreuz und da kann ich dann die Spalte breiter oder enger machen. Genauso hier, zum Beispiel kann ich jetzt erweitern, hier auch. Oder es gibt einen anderen Trick, und zwar, wenn man hier an dem rechten Rand doppelklickt, dann ist die Spalte auf die optimale Breite. Ja, zum Beispiel hier, Profit ist ziemlich breit. Wenn ich hier jetzt doppelklicke, geht sie auf die optimale Breite. Also man hat dann mehrere Methoden, wie man diese Spaltenbreite ändert, falls eine Spalte zu schmal ist. Okay, jetzt gebe ich mal die restlichen Daten ein. So, da habe ich jetzt die Daten rein. Und zwar, man merkt, in Excel Texte werden automatisch links gerichtet und Zahlen automatisch rechts gerichtet. Das allerdings spielt keine Rolle, weil man kann die Inhalte ausrichten, wie man will. Zum Beispiel, man kann, nehmen wir an, ich will jetzt alles zentriert haben. Ich kann dann, eine Methode ist, man kann die Spalten markieren. Und eine Spalte markiert man hier, indem man auf den Buchstabe geht. Man sieht hier, der Pfeil, ich klicke nochmal weg. Hier, man sieht, der Zeiger wird dann so ein kleiner schwarzer Pfeil, der nach unten deutet. Und so habe ich die erste Spalte. Und wenn ich jetzt die Maustaste gedrückt halte, kann ich dann weitere Spalten somit markieren. Ja? Und dann kann ich hier eine, das ist links, zentriert, rechts. Wir wollen jetzt zentriert, dann kann ich dann hier zentriert drücken und dann sind die alle zentriert. Okay? Eine zweite Methode ist, man kann es genauso mit den Zeilen machen. Also ich gehe hier und markiere mehrere Zeilen und dann auf eine beliebige Richtung klicken. Oder man markiert den Bereich, den man braucht und dann geht man auf die Wunschausrichtung. Der Vorteil von was wir vorher gemacht haben mit den Spalten ist so, dass alle weiteren Daten, wenn ich hier was weiteres eingebe, wird das automatisch mittig zentriert. Also zentriert ausgerichtet, meine ich. Ja. Okay? Also dadurch, weil ich die Spalten markiert habe und dann auf zentrieren gegangen bin, alle weiteren oder künftigen Inhalte werden dann auch zentriert. So, jetzt kommen wir zur Kalkulation. Und zwar, wir versuchen es mal. Die Einnahmen sind nichts anderes als die Stunden mal Stundensatz. Also ich probiere es mal. 23 mal 35. Daraus passiert gar nichts. Warum? Weil Excel erkennt das nicht als eine Art Kalkulation, sondern für Excel ist es nichts anderes als eine normale Zeichenkette, reiner Text. Damit Excel kalkuliert, oder bei jeder Formel muss man zuerst mal ein Ist-Gleich machen. Das Ist-Gleich zeigt zu Excel oder deutet für Excel, dass jetzt alles, was hier danach jetzt kommt, ist eine Art Formel, mit der Excel rechnen muss. Okay, dann probieren wir es mal aus. 23 mal 35, mach Return. Und jetzt kommt eine Fehlermeldung und die Fehlermeldung sagt, dass dieses X eigentlich nicht richtig ist, sondern für mal benutzt man den Stern. Okay? Ansonsten sind die anderen Zeichen identisch wie in der Mathematik. Das heißt, das Plus ist genauso, Minus, das geteilt schreibt man so. Also ich tue es mal hier. Also zum Beispiel, ich gehe mal raus. Also anstatt 23, wenn ich jetzt mal schreibe, muss ich den Stern nehmen und dann 35. Wenn ich Plus machen will, ist es genauso wie in der Mathematik. Wenn ich Minus machen will, ist es genauso wie in der Mathematik. Und bei geteilt ist es anders. Man schreibt nicht das geteilt, wie man es in der Mathe schreibt, sondern man macht dieses Slash. So ist geteilt. Okay? Aber jetzt wollen wir mal, und deswegen gehe ich wieder hier zurück und mache dann mal 35. Okay? Und rechnet. Es ist richtig. Probieren wir es mal beim zweiten wieder. Ist gleich.
dann mache ich 15 mal 55 und rechnet auch richtig. Okay, also das heißt, jetzt haben wir schon unsere erste Formel erstellt und rechnen tut sie richtig. Ein Problem habe ich, oder eigentlich zwei Probleme. Erstens, jetzt müsste ich diese Formel jedes Mal bei jeder Zeile eintippen. Und wir haben hier relativ wenig Zeilen. Nehmen wir an, ich hätte jetzt hunderte von Leuten, dessen Einnahmen ich rechnen muss. Das wäre schon eine ganz lange Prozedur. Und dadurch, dass ich jedes Mal die Formel eingeben müsste, es kann irgendwann wäre das vorkommen, dass ich die Formel auch falsch tippe und dann habe ich dann auch eine falsche Kalkulation. Also diese Methode, die Formel ist zwar richtig, aber nicht optimal. Man muss eine bessere Art finden, wie man eine Formel in Excel schreibt. Und das zweite Problem mit dieser Art von Formel ist, wenn ich hier jetzt was ändere, zum Beispiel der schafft jetzt nicht 23 Stunden, sondern 25, die Berechnung bleibt die gleiche, weil die sich auf die 23 bezieht und nicht auf die 25. Das heißt, ich müsste dann jetzt hier wieder in der Formel reingehen und das dann hier ändern. Ja? Und deswegen ist so eine Formel, zwar die rechnet zwar richtig, aber nicht optimal. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie erstelle ich dann eine optimale Formel in Excel? Und hier kommen wir zu der wichtigsten Erkenntnis. Und zwar in Excel benutzt man keine Werte in der Formel, sondern man benutzt die Zellbezüge selbst. Also die Werte selber, also die Werte hier 23, 35 sind mir eigentlich egal. Mich interessieren nur, wo diese Werte sind, die Zellen. Ja? Und das heißt, man schreibt die Formel folgendermaßen, ist gleich. Und dann fange ich an. Wo ist die 25? Die 25 ist in der B2. Also ich kann die B2 so eingeben, B2. Dann kommt das Mal, wie vorhin. Und wo ist der Stundensatz? Der Stundensatz befindet sich in der C2, also C2. Und dann Ritter. Und so habe ich jetzt die Kalkulation. Und man sieht ja sofort, dass sobald ich was ändere, ändert sich automatisch die Einnahmen. Okay? Automatisch. Auch hier an den Stunden. Wenn ich jetzt mehr Stunden arbeite, ändern sich die Einnahmen automatisch. Okay? Es gibt jetzt haben wir hier, also man sieht hier die Formel, das ist die alte Formel, die hat Werte drin, die sich nie ändern. Hier hat diese neue Formel hat Zellbezüge, die Zelladressen, die B2 mal C2, egal was von Wert drin ist. Und jedes Mal, wenn sich die Werte von diesen Zellen ändern, ändern sich dementsprechend auch die Einnahmen. Okay? Jetzt, wir haben hier in diesem Fall, haben wir mit der Tastatur diese Formel geschrieben. Man kann es noch viel einfacher machen, und zwar so. So, und die einfache Methode ist, man fängt so an, ist gleich, und man schreibt nicht den Zellbezug rein, sondern man klickt einfach auf die Zelle. So, dann das Mal, und dann so. Und so, Excel automatisch, sobald man auf der Zelle klickt, erstellt Excel automatisch den Zellbezug. Und dann kann ich Return machen. Okay? Jetzt könnte ich dieselbe Prozedur für die restlichen Zellen machen, aber das ist ja eine Sache, die wir vermeiden wollen. Und deswegen, was man hier macht, man klickt in der Formel rein, die man erstellt hat, und man geht hier an der unteren rechten Ecke und zieht, dann, also hält die Maustaste gedrückt und zieht dann nach unten bis zur letzten Zeile. Und so wird die Formel auf die restlichen Zeilen übertragen. Ja? Und schauen wir uns mal das genau an. Hier war die Formel B3 mal C3. Und jetzt haben wir diese Formel runtergezogen. Man sieht, durch das Runterziehen hat Excel automatisch aus der 3 hier eine 4 gemacht. Okay, jetzt ist die Formel B4 mal C4. Und wenn man noch eins weiter runter geht, ist es die Formel B5 mal C5. Ja? Also man sieht, durch das Runterziehen ändert automatisch Excel die Zellbezüge so, dass es immer für diese Einnahmen immer für die betreffende Zeile klappen. Das heißt, man muss die Formel nur einmal schreiben und dann geht man hier unten an der unteren rechten Ecke von der Zelle, bis man dieses schwarze Kreuz sieht, hält die Maustaste gedrückt und zieht dann nach unten. Okay? Wir probieren es hier für den Profit, unsere zweite Formel. Der Profit ist nichts anderes als Einnahmen minus Ausgaben, also ist gleich. Dann klicke ich auf die Einnahmen minus Ausgaben. Mache Return. Jetzt klicke ich wieder in der Zelle rein, wo ich die Formel gemacht habe. Gehe zu der unteren rechten Ecke, bis ich dieses schwarze Kreuz, bis dieser Mauszeiger sich, bis der Mauszeiger sich in ein schwarzes Kreuz umwandelt und dann ziehe ich das runter. Und so habe ich die Formel auf die restlichen Zeilen übertragen.
Und wie gesagt, sobald man eine der Werte ändert, zum Beispiel hier hat er sehr hohe Ausgaben, nehmen wir an, ich ändere seine Ausgaben, man sieht automatisch, oder nochmal 900, automatisch ändert sich dementsprechend der Profit. Okay? Also, das heißt, das ist der Vorteil, wenn man Zellbezüge benutzt, ändern sich die Werte, ändern der einzelnen der Inhalte dieser Bezüge, ändern sich dementsprechend auch die Kalkulation. Und das ist eins der größten Vorteile von Excel. Deswegen in Excel, erste wichtigste Lektion von dem ganzen Video heute ist, dass man keine Werte in den Formeln benutzt, sondern Zellbezüge. Ja, weil Werte sind statisch, die ändern sich nicht, und wenn sich was in der Zelle ändert, stimmt die Kalkulation nicht mehr. Deswegen benutzt man Zellbezüge. Die Zellbezüge beziehen sich auf diese Zelle, und das heißt, wenn sich der Inhalt dieser Zelle ändert, ändert sich dementsprechend auch die Kalkulation. Und noch eine kleine Bemerkung, ich mache mal meine Formeln wieder weg. Man muss das unbedingt oben anfangen, man kann auch die Formel hier unten schreiben, also ist gleich das da mal das da, und man kann auch dann nach hochziehen. Also immer, man geht immer an der unteren rechten Ecke, bis der Mauszeiger sich so ein schwarzes Kreuz wandelt, und zieht dann die Formel nach oben. Okay? Genau hier dasselbe. Also man muss nicht. Und dann runterziehen, man kann auch von unten anfangen und nach oben ziehen. Das spielt keine Rolle. Nur halt bei den realistischen oder praktischen Excel-Aufgaben, die man vor sich hat, haben wir meistens hier hunderte von Zeilen. Deswegen ist es sinnlos, dass man nach unten rollt und von da unten anfängt. Deswegen macht es mehr Sinn, dass man hier oben anfängt und die Formel erstellt. Also hier in dem Fall Einnahmen minus Ausgaben. Und das dann runterzieht, soweit man es braucht. Okay? Und so erstellt man Formeln in Excel.